Hi, mein Name ist Horst Wenzel und ich bin von flirtuniversity.de. Im folgenden Video möchte ich eine Frage beantworten, die ich ganz, ganz oft bekomme. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt, Horst, wie mache ich es eigentlich, dass ich ein Telefonat aufbauen kann oder ein Date ausmachen kann, auch wenn die Frau nicht an ihr Telefon geht? Oft ist es so, dass die Frauen dann zurückschreiben, aber sie sind eigentlich viel zu schüchtern, um den Telefonhörer abzunehmen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Dir wird vielleicht aufgefallen sein, dass die meisten Frauen, speziell die Jüngeren, den Dienst WhatsApp nutzen. Bei WhatsApp kann man halt, ist ein Instant Messenger, man kann sehr schnell Nachrichten verschicken, Bilder verschicken, Standorte senden etc. Aber es gibt auch eine ganz, ganz tolle Funktion, und zwar man kann eine Sprachnachricht im Endeffekt verfassen. Und das hat einen ganz tollen Kontext, und zwar ist es reichhaltiger, das Medium. Du vermittelst durch deine Stimme einfach viel, viel mehr. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich musste gerade an dich denken, ich sitze gerade hier und hier, bin mit dem und dem unterwegs, und erzählst einfach eine kleine Geschichte aus deinem Leben und lässt sie somit ein bisschen in dein Leben reinschauen. Das wirkt im Endeffekt auf dein potenzielles Date genauso, als wenn du telefoniert hättest, aber die Frau muss im Endeffekt nicht, wenn sie ein bisschen schüchtern ist, ans Telefon gehen und direkt antworten, sondern sie kann sich Zeit lassen und entweder auch eine Sprachnachricht aufnehmen oder schreibt einfach nur so, ach ja, was eine süße Nachricht, und schreibt dir dann daraufhin zurück. Aber sie hat im Endeffekt viel mehr von dir mitgenommen, weil in Sprache steckt natürlich viel mehr drin. Es gibt eine viel höhere, du kannst durch deine Stimme kannst du eine viel höhere Emotionalität auch rüberbringen. Und das Ganze basiert auf der Media Richness Theorie, die wir uns da als Flirt University gerne ranziehen. Und zwar, die Media Richness Theorie besagt, dass bei komplexeren Kommunikationszusammenhängen, und das ist ein Flirt ganz bestimmt, es auch ein Medium mit einer größeren Informationsreichhaltigkeit braucht. Die Studie wird oft im Business-Kontext zitiert, aber auch im Flirt-Kontext macht es insofern Sinn, als dass ein Flirt natürlich aus viel, viel mehr besteht, als nur aus Sachinformationen, die vielleicht über Text übermittelt werden. Selbst wenn sie noch mit Smileys gestückt sind, kannst du mit einer Sprachnachricht und deiner Stimme, die so viel mehr ausdrückt, ein bisschen spielen und einfach mehr Emotionen rüberbringen. Wir hoffen, dass das deine Flirts ein bisschen belebt und demnächst du es schaffst, auch ein Date auszumachen, selbst wenn die Frau nicht an ihr Handy gehen will. Viel Erfolg mit den WhatsApp-Sprachnachrichten.